Rapplerü 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rü.de. Folge 7. Rotes Licht, grünes Licht. Was geht ab, Dreddys? Zum vorletzten Tag hier in Marokko, in Marrakesch. Ich glaube selber nicht, dass vor mir heute die Top 8 steht. Ja? Wenn man überlegt, wo wir angefangen haben. Runde für Runde, Runde für Runde. Und jetzt stehen wir hier und aus euch sind Stars gewachsen. Ihr geht auf die Straße und Leute machen Fotos mit euch. Ihr kamt hierher mit einem Traum. Ihr habt gerappt oder auch gesungen. Und vielleicht haben sich ein paar Leute in eurem Freundeskreis über euch lustig gemacht. Und vielleicht haben Leute auch nicht daran geglaubt, an was ihr geglaubt habt. Und eine Sache habt ihr alle gemeinsam. Ihr habt allen gezeigt. Voilà. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Weil auch vor der Endstation gibt es einen Halt. Und der ist heute. Heute verlassen uns zwei Leute. Die Challenge heute heißt rotes Licht, grünes Licht. Ihr werdet euch jetzt in Duos zusammenfinden und dann eine Entscheidung treffen müssen. Bitte sucht eure Partner aus. Du weißt doch, du weißt doch. Das ist heftig. Hinter uns befinden sich zwei Räume. Der grüne Raum und der rote Raum. Die Challenge für heute ist es, einen Duo-Song zu machen. Der Haken an der Sache ist, das Thema wird euch vorgegeben und die Stilrichtung. Darum wählt weise. So, das erste Duo kann nach vorne kommen. Haaland Ammo. Entweder drinnen bleiben oder ausscheiden. Entscheidet euch für einen Raum. Bruder, sogar die Farben passen, ne? Was machen wir jetzt, rot oder grün? Bruder, ich würde sagen rot, ja. Bruder, glaub mir, das ist eine Täuschung. Mit grün, na grün, wie schön. Ja, grün, wie schön. Mal, ich sag mir ehrlich, ich hab eh rot an. Von mir aus können wir in rot reingehen. Aber ich dachte, du sagst grün, du Idiot. So, nein. Ja, dann komm, ihr entscheidet. Geht ja, Baller. Wasch, wasch, wasch. Schließ bitte die Tür. Oh, das passt perfekt, Bruder. Baller, Digga. Mit Eredivisie. Boah, Holland. Holländische Liga, Eredivisie. Marseille-Style ist der. Nein, schon gesagt. Ja, Youngster. Aber mit Z. Spau! Spau! Die Ersten haben ihr Schicksal in die Hand genommen. Kauta Gio, kommt bitte nach vorne.
Manche Entscheidungen kosten einen das Leben. Ihr dürft entscheiden. Grün oder rot? Rotes Licht, grünes Licht. Grün. Wir gehen in grün, ja? Bitte schön. Wenn ich sterbe, ziehe ich euch mitten in den Tod. Ach du Scheiße. Alter. Oh nein. Ich kann das gar nicht. Ich auch nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Was für ein Traum, ja. Das ist cool. Das ist auch cool. Also das ist gern. Cool, das ist nicht cool, Mann. Aber ich hab das doch niemals mehr gemacht. Ich hör das nur. Das kriegen wir aber hin. Ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee, Alter. Mit Schuss. Ein Kaffee mit Schuss. Was machen wir? Ich brauche einen Songwriter. Ich meine, was machen wir zum Beispiel? Wir müssen jetzt einfach improvisieren, glaube ich. Ich habe auch Say-Type noch nie gemacht, aber ich höre ja. Also wir hören diese Musik ja. Also ja. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles hin. Aber das kriegen wir hin. Ich hab schon mal das ist locker, aber das bockt mich nicht so krass an, ich bin dir ehrlich, ja. Was für ein Traum, ja. Das ist doch cool, wir erzählen meine andere Perspektive. Ja, okay, komm. So, glaub an deinen Traum mäßig. Kriegen wir es hin. Komm. Nuhat Brel. Man hat gemerkt, in den letzten Tagen seid ihr eng zusammengewachsen. Vielleicht trennt euch diese Entscheidung. Wählt ein Raum. Rot und Grün sind eigentlich beides feine Farben. Fehlt nur noch Geld, dann wäre ich schon kurdische Flagge, Bruder. Ich würde sagen. Lass rot, oder? Ich würde grün sagen. Lass rot. Ich würde grün lass sagen. Rot. Grün. Lass rot. Ich nicht. Lass einfach nein, lass rot. Komm, ich muss jetzt mal. Schneller. Grün. Ah! Wieder 2-2-2-2-2-2-1. Oder ich dachte Marrakesch, Strand, ich Sonne, gesagt, dies, die rote das. Tür nehmen. Ich hab dir gesagt, lass die rote Tür nehmen. Und du sagst grün. Wir sind geknallt. Wir sind miese geknallt. Aber egal, Bruder. Nein, Bruder. Wir holen die Straße nach Marrakesch, ja, Menachem. Geknallt. Wir holen die Straße hierhin, Bruder. Das ist geil. Die werden doch alle diese Jewel und dies und das machen. Wir bringen Boombeck, mein Bruder. Ja, okay, aber lass mit Mellos machen. Bruder. Mann. Digga, wir hätten rot nehmen sollen. Aber egal, Bruder. Scheiß drauf, Bruder. Komm, wir gehen jetzt raus. Haraga, Haraga. Kommt nach vorne weiter. Auch ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wildweise, weil einer von denen wird sich wahrscheinlich jetzt ärgern. Rotes Licht, grünes Licht. Rot, ab geht's, ihr beiden. Skandalismus. Kann mir jemand erklären, was das ist? Ghetto House Type. Bruder, wir haben genug Sachen. Irgendwas wird dazu passen. Ja, ich weiß immer noch nicht was. Und wir sehen uns gleich. Okay, ihr kennt eure Stilrichtung. Ich hoffe, ihr habt den passenden Song mitgebracht. Zwei Duos gehen morgen früh ins Stechen und zwei Duos kommen heute direkt weiter. Es gibt noch einen anderen Gewinn. Die zwei besten Künstler von euch dürfen morgen noch einen Song miteinander performen in der letzten Folge. Gibt Gas. Ich wünsche euch viel Glück. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Kandidaten hier, die sich nie verstellt haben, die hinter der Kamera sind. 1000%. Genauso sind wie vor der Kamera. 1000%. Wir haben nie versucht, uns irgendwie anzupassen, dass Leute unsere Musik fühlen oder sonstiges, sondern immer nur das gemacht, worauf wir Bock haben. Und ich kann nur sagen, darauf bin ich wirklich stolz. Ich bin stolz. Ich schwöre auf meine Mutter, Bruder. Ich hätte niemals gedacht, also Brel ist einer von wenigen, Bruder, wir sind
Brüder mittlerweile. Magi. Diese ganze Story hier, die ganze Geschichte hier, das ganze Turnier hat uns auf jeden Fall enger gemacht. Auf jeden Fall. Deshalb, Bruder, ich freue mich auch schon, wenn die Songs rausgehen, wie die Leute das feiern. Ja, Mann. Wir kommen aus dem Ghetto, sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung, sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Life, da wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo? Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Ghetto, weil wir den Hunger gewohnt sind, weil hier keiner verschont wird. Was weißt du schon von Schmerz in meiner Brust? Einstecken und verteilen, das lernst du in der Hut. Schwere Männer gehen kaputt, häng bis morgens im Café. Ein Wort über Mama, eine Bombe und du schläfst. Sieh von außen ein, es ist die Kontrolle, die uns fehlt. Kinder der Sonne können die Sonne nicht mehr sehen. Richtig, wir sind Kinder der Sonne. Von Deutschland bis nach Rojava, wir waren nie willkommen. Deshalb spart dir diese Frage, warum seid ihr so kalt? Mann, ich hol mir was mir zusteht, wenn es sein muss mit Gewalt. Wir kommen aus dem Ghetto, sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung, sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Life, da wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo? Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Ich geh mit Paranoia schlafen, wach mit Paranoia auf. Bin seit Jahren auf den Straßen, Mama wartet noch zu Haus. Ihre Tränen sind getrocknet, doch die Haare werden grau. Meine Psyche ist gefickt, dabei ich schalte das schon aus. Streetlife, laufe mit gehobenem Blick. Denn jeder Pisser will dich testen, wenn die Kohle nicht stimmt. Du machst gerne ein auf G, machst gerne ein auf Free. Doch wir beide wissen, du hast deine Homies gesnitcht. Piercing in der Nase, so wie Tupac. Ich komm vom Ghetto, Mann, ich hab es mir verdient. Ich brauch kein Mitleid, Digga, welcher Zustand. Ich hoff durch mein Viertel und sie singen meine Musik. Wir kommen aus dem Ghetto, sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung, sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Life, da wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo? Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Boah, also für mich war der Song, ich glaube, einer der stärksten, also, ich weiß nicht, war eine 10 von 10, sag ich euch ehrlich. Ja. War ehrlich ein super Song, ja, muss man euch lassen, aber ich sag ehrlich, ich bin's nicht anders von euch gewohnt und auch nicht anders von der Top 8 von Rap La Rue, ja. Breel, ich bin fasziniert von dir, dass du auf diesen Style trotzdem klarkommst. Das zeigt einfach nur, wie vielfältig du bist, ja? Und du siehst extrem gut aus, Noah, du auch, ja? Also nochmal Applaus für euch. Dankeschön. Was ich sagen wollte, danke an das Team von Rap La Rue. Ihr seid die absoluten Macher. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Mit euch macht das Arbeiten Spaß, mit euch macht sogar Spaß, wenn ihr uns anschreit. Ja. Randy. Er reicht, Digga, ich will mich auch bedanken. Es geht seit 8 Minuten. Warte, ich will mich auch bedanken. Ich sag euch ehrlich. Ist gut, nix sagt ehrlich. Nein. Das geht seit 8 Minuten. Eine Sache muss ich noch sagen. Ich bedanke mich auch bei Rap La Rue. Davor, vor Rap La Rue, war ich ein Penner. Jetzt bin ich ein Penner, die mich kennen. Ey, Wallah, wir sind dafür nicht gemacht. Halt die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Pesos, halt die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Alles dreht sich so wie in einem Cartoon. Schuf, immer noch Schuf. Aus dem Batimo fragt mich immer noch, wo bist du? Da,
Dein Blut zieht ne Leine und ich zieh ihn an die Ohren lang. Wir beide sind noch Freunde, denn ich bring die Drogen ran. Er hat kein Geld für seine Miete, aber für Ballons. Verkauf ihn eine Flasche und er fühlt sich wie im Trance. Fühlt sich in Trance und er singt Papa Ode. Gib mir ne Chance und ich tu dir weder weh. Bin auf Balance, wie Paragraf und Désolé. Tu ich dir leid oder ist es schon okay? Preis auf Start, die fahren durch Casablanca. Dicker Fasch, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Preis auf Start, die fahren durch Casablanca. Dicker Fasch, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Vor Jahren war alles ein Traum, wenn du Kelly brauchst, Bruder, bin da. Gib mich weg, hältst du das aus, schläf Feinde, der Hut, steh auf als Star. Ich krieg mit, gib mal Ballons, seh alles verschwommen, verhelle die Ballons. Kick down, Bruder, mach Shot, der Teufel, Bisu, liegt den Kontakt. Huya, Harra, Galampe, du sah mal ein, du schild, Papas, Bor. German, Tunis, in Europa, Baba, bei Damon, Amor. Fuck, bist du noch wach? Sam, Hini, Amon, Amor. Oh, Kulu, lieb Film wie in einem Cartoon. If you want, baby, you got it. Du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Preis auf Start, die fahren durch Casablanca. Dicker Flasch, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Leute, ich habe ja jetzt auch ein paar Tage mit euch verbringen können. Ich habe euch ein bisschen kennenlernen können. Wir haben ein bisschen zusammen was unternommen, was gemacht und so, ein bisschen abgehangen. Ich habe euch auch persönlich kennengelernt und auch mal ein bisschen in, so in den Hintergründe schauen dürfen. Und das war sehr wichtig für mich, weil man kann einfach nicht mehr nach Songs bewerten. So. Und wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, dann würde es mir so unglaublich schwer fallen, irgendwas zu sagen. Ich muss sagen, ihr beide, so mit dem, was ihr drauf habt, mit dem, was ihr zeigt, ihr bringt mich immer zum Lachen. Ihr entertaint immer. Eure Performance ist immer on point. Bei dem Song hätte ich vielleicht arrangement-technisch ein paar andere Sachen gemacht. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich kann nicht mehr nach Songs bewerten jetzt. Ihr seid auf jeden Fall Stars. Ja, zu das Thema Marokko. Ihr habt es gut umgesetzt. Gratulation. Ich würde einmal die Nächsten bitten. Haaland, Amo. Ey, auf jeden Fall, wir sind erstmal reingelaufen da. Und dann stand da Holland und Marseille-Type. Hat es alles perfekt gepasst. Heute habe ich auch zum ersten Mal Pferdeschwanz. Jetzt kommen geleckte Haare und Pferdeschwanz. Das hat alles perfekt gepasst heute. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch. Youngster, aber mit? Z. Mit Z. Babau. Power. Der Zivit Maras. Malisch, halt die Fresse, Arret. Du gehst Wochen, guck, mein Bruder ist für Jahre Arrest. Acht Überfälle, Haze, Schaden, Intus, Lahluli. Lügner, beste Jay, Hase, Peace, guck, Narkotik, Bruce, Banner, Cereal, Milk, White, Cut, Gelato. Vier Sorten, Kelly, Kuschbein nach den Vakuum. Beste Weed, Bäsche, Kiel, Enemies, Bau. Yalla, Cash ist hier, rennt zivil, packt uns im Bau. R-Divis, Amsterdam, Red, Black, Tech, Tech, Check, Kochen, Gucken ist dein Flex, Dreck, Promis, Quincy, Knollen oder Miskin, Whisky, Tresen, McDonalds oder Richie, Haaland, Amo, Platan, was los, war du acht, heute kriegt dir jeder seine Backon, Braka, Handvoll, Ganja, Alubrü, Youngstars, wir machen noch Flowwechsel anonym. Achtung, Achtung, Tacharia hat uns alle im Visier, Ara, steppen weg, wenn Polizei kommt. Avocado, Hajarat, Abkass bei mir, Schussala, mache, wir sind RLR und nicht R-Divis. Vipère et mes riches, R-Divisé. Je l'ai repéré, R-Divisé. Vipère et mes riches, R-Divisé. Je l'ai repéré.
Sneaker-Schuhe dribbel mit Gender Slalom. Essa in Schule mit Dacker Flow bei Sirenen, ne Ache im Appartement. Du Labrador, sechste Etage für Lemon Hasch. Jetzt kommen geleckte Haare und Pferdeschwanz. Letzte Chance, sag mir der Kommissar, no problema. Sei mal Zwinkern und Kopfnicker. Blockkicker, Bolzgitter, Wollispann, Doppelpack. Neuner am Rücken, mein Bodyguard, lad und schieß. Amo Feed, Champions League, nie klar Police. Papa we, zwei Jungs aus Papa we. Deutsch Rap, Selam Alex. Treff viel la Kassette. Papa we, Papa we. Para, Jamba, Kanada, Goose. Am Jamaika, Kamara, Zoom. Pakete, Kalite, Dschungel, Bagheera. Révisé, Vipère, Emerick, Chise, Révisé. Je le repéré. R-Divisé Vipère Emerick Chise R-Divisé. Je l'ai repéré R-Divisé. Après c'est visité R-Divisé. Oh Jungs, Alter. Bruder, was ein Monster-Song, sage ich euch ehrlich. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, findet einen Stil, wo ihr wirklich scheinen könnt. So, ich weiß, vielleicht Hanan ist nicht direkt dein Stil, so, den du normalerweise vielleicht sehr viel mehr machst, aber machst du auch gerne, ne? Aber Jungs, ihr seid wirklich beide komplett ausgerastet auf dem Song. Digga, 11 von 10. Bruder, für mich einer der besten Songs in der ganzen Rap-La-Rue-Zeit. Ich feiere ihn übertrieben. Baba, Digga. Respekt, Jungs. Wir sehen uns gleich bei der Entscheidung, Jungs. Das war nicht unsere beste Arbeit. Ja, ich glaube, wir sind beide nicht so 100%. Aber wir sind auch ein bisschen kaputt schon. Ja? Wir sind ja nicht seit einem Tag hier oder so. Wir haben schon viel Arbeit geleistet und viele Tage hinter uns. Und man kann nicht jeden Tag 100% abrufen, ja? Bleib stabil wie Guardiol, schliff die Caprison. Alupex im Batimor, locker bleiben an Lyon. TP-Nachricht, Messenger, krieg ne Notice on my Jab. Trotz den Risiken geh drauf, selbst im Traum mach ich Geschäft. Kiloblöcke für Violette, Hascharoma aus Piso-Presse. Euromani Bar, visuelle MDONen für die Lieferkette. Spau! Oh la la la, wir laufen weiter Schritt für Schritt. Wir sind fast da, wer kommen will, kommt einfach mit. Einfach nur verloren. Doch fühlt sich an, als wäre ich hierfür geboren. Wenn graue Decken auf den Kopf fallen wie Beton. 30 Grad von außen, Herz ist tief gefroren. Weil wir Schmerzen kaschiert haben, buntes Papier macht Sorgen, wer wieder träumt von Kickdown Madeira, Porsche Carrera, keine Verlierer, wumm, wumm. Oh la la la, wir laufen weiter Schritt für Schritt. Wir sind fast da, wer kommen will, kommt einfach mit. Kauta Gio, ich hätte gedacht, dass ihr beide zusammen auf einen Song vielleicht nicht so krass harmoniert. Aber ich finde, das habt ihr auch nicht so richtig irgendwie. Ich bin Besseres von euch beiden gewohnt irgendwie. Ihr habt beide nicht so auf dem Song scheinen können, so wie ihr es eigentlich tut, versteht ihr? Ich würde dem Song eine mittlere Bewertung geben eigentlich, ja? Dankeschön für den Auftritt. Bruder, es ist verdammt schwer.
Karton, glaube ich. Mhm. 4 Duos, 2 kommen weiter, 2 müssen entstechen. Das Problem ist, bei einer Sache bin ich mir eigentlich relativ sicher. Haaland Ammo hat mir am besten gefallen. Ja, voll. Den würde ich Platz 1 geben. Sehr. Und Gio Kauta waren für mich leider am schwächsten. Ja, aber ich fand zum Beispiel, dass Kauta nicht schlecht war. Ich fand, Gio hat da irgendwie nicht so ganz drauf gepasst. Und wiederum bei dem Nuhat, ich würde vielleicht gar nicht danach gehen, was der schlechteste Song ist, sondern vielleicht, wer hat am wenigsten abgeliefert und sein Duo muss dann ins Battle Mode. Okay, also bei mir, ich war mir nicht sicher zwischen Casablanca und zwischen Nuhat und Breel, weil ich fand, Nuhat, sein Part war richtig krass, aber Breel hat ein bisschen geschwächelt. Bro, ich gebe dir recht und du weißt, ich bin Fan von ihm. Ich liebe ihn immer, Bruder, aber ich muss ehrlich sagen, er hat leider nicht so scheinen können. Bruder, merkst du, wie schwer das wird? Unnormal, gell? Man will sich gar nicht trennen. Aber es müssen noch 2 gehen. Also schicken wir... Es ist ja noch nicht ganz vorbei, die können ja morgen noch mal ein bisschen nachholen. Genau, was ich meine. Die können noch mal morgen umreißen. Ja. Mein Herz tut weh, aber ich glaube, das... Wer war der Beste für dich heute? Haaland. Haaland, gell? Und mich auch. Dann darf er sich aussuchen, mit wem er morgen einen Duo-Song macht. Okay. Auf geht's. Ja, 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 ja. Also, Leute, wir haben uns gerade mal besprochen. Und ich will gar nicht in eurer Haut gerade sein. Und ich glaube, ihr wollt auch nicht in unserer Haut sein gerade. Weil natürlich, heute Nacht fliegt keiner mehr. Aber morgen früh schon. Sogar 2 Leute. Und über eine Sache wurden wir uns schnell einig, auf jeden Fall. Ammo, Haaland, ihr wart die besten Leute. Gangstas. Dann wurde es schwierig. Dann wurde es sehr, sehr, sehr schwer. Wir mussten auch ein bisschen uns selber belügen und Ausreden finden und dann, nein, warte, lass uns wieder zurück zur Realität. Okay, was ist Fakt? Fakt ist, was mir sogar sehr schwer fällt zu sagen, weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin, ist, dass Breel heute auf dem Song mit Nuhat nicht so scheinen konnte, wie er normalerweise scheint. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit gehangen, mit gefangen, ihr müsst beide morgen ins Battle. Einer von uns beiden wird gehen. Aber es war irgendwo klar, dass einer von uns beiden irgendwann gehen muss. Ich hätte mir gewünscht, dass wir beide natürlich irgendwo... Bruder, wir sind beide Underground am Nachdenken. Ja, wir haben es bis hierhin geschafft, ja, Bruder, jetzt. Wer weiß, wie ich meine, wir waren nicht einer von den Favoriten. Wir haben es bis hier geschafft. Die Leute hier, jeder Einzelne ist krass, Bruder. Wir beide sind einfach real, wir machen geile Mucke. Und ja, Mann. Bruder, was morgen Schönes passiert, gesagt. Das passiert, mein Bruder. Das war Schönes gesagt. Dann wird's noch schwieriger. Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir nicht so mega positiv auf einen Song reagiert, weil vielleicht einfach die Chemie nicht gestimmt hat oder es die Challenge zu kurzfristig für euch war. Aber Kauta, Gio, ihr müsst morgen auch ins Battle. Also, was wir dazu sagen, dass wir zum ersten Mal ins Battle müssen. Ich bin einerseits sehr dankbar, weil ich jetzt erst ins Bett muss und ich finde, das kannst du auch sein, ja, weil sowieso. Wir so spät erst ins Bett müssen. Aber wir haben ja auch vorher abgeliefert, also von daher. Ja. Ich muss aber sagen, wir haben es, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, weil wir haben uns das eigentlich schon gedacht, als wir den Song produziert haben. Wir waren unter Zeitdruck und... Das war nicht unsere beste Arbeit. Das heißt, Elmen, Ilo, Glückwunsch. Ihr seid safe in der Top 6 von Rapper. Noch ein extra, ne? Genau, es gibt noch ein extra heute. Haaland, du warst der Beste heute, haben wir entschieden. Und wir wollen dir einen Wunsch erfüllen für die letzte Folge morgen. Komm bitte nach vorne, du darfst deinen Wunsch äußern. Ich habe auf jeden Fall noch einen krassen Song.
das mit Eamon. Den will ich ja auch performen, einfach um zu zeigen, so, dass ich vielfältig bin, was ich als drauf habe. So, dass ich nicht nur die eine Schiene kann. Deswegen, sei dir dein Wunsch gewährt. Holla! Geil. Okay, Harland. Dankeschön. Danke. Ihr dürft wieder ins Haus, Ilo. Ihr dürft rein. Spaß, Bruder. Danke, Jungs. Hey, what the ladies, wir sind gerade ein bisschen so am Lachen und so, aber jetzt bei der Entscheidung konnten wir nicht so viel lachen, weil ich glaube, das sind alles so Leute, bei denen man die in die die Herzen gestoßen hat. Gestoßen hat, genau. Geschlossen hat. Geschlossen. Boah, ich hab keinen Bock, ich sag euch ehrlich. Wenn ich euch so angucke, ich hab keinen Bock, dass zwei von euch das morgen verlassen müssen. Das macht gar keinen Sinn im Kopf. Jeder ist so sein Charakter. Jeder ist einzigartig auf seinem Ding. Es geht doch gar nicht mehr darum, so, also ihr dürft auf gar keinen Fall dieses Gefühl haben von, oh mein Gott, wenn ich rausfliege, dann fühle ich mich schlecht, weil ich bin schlecht, so. Guck mal, wo wir sind heute, versteht ihr? So, ihr seid Gewinner, so oder so. Und was wir morgen machen, ist nicht, wir finden den Schlechtesten, sondern es ist einfach nur ein weiterer Test. Und was danach passiert, liegt gar nicht mehr in unserer Hand, es liegt in eurer Hand, okay? Ihr kennt den Spruch. Ein Tag oder Tag 1? Warum, Bruder? Der war krass, der war super. Der war geil. Ich bin gespannt. Ich glaube, der einzigste von euch, der schon mal in einem Battle war, war Nuhat. Ja. Er hat erfolgreich gewonnen. Und die anderen werden morgen zum ersten Mal sehr hart geprüft. Wir sehen uns morgen früh in der Gladiator Arena. Aber wir haben unser Bestes gegeben und wenn wir gehen, dann wie Soldier. Man ist halt in einem Turnier so, das kann passieren, Bruder, und der bessere Song gewinnt, Bruder. Ich wünsche Brell auf jeden Fall das Beste, ich schwör's dir, der Typ ist... Du bist mein Bruder. Leute, alles gut? Aufgeregt? Also ihr wart ja gestern eins der Duos, die leider verloren haben. Deswegen stehen heute ja die Gladiatorenkämpfe an. Jetzt aber der Plot-Twist. Ihr werdet nicht gegen Nuhat und Brel antreten, sondern gegeneinander. Der mit dem besseren Song kommt weiter. Der nicht so überzeugt, muss leider heute ausscheiden. Wer von euch möchte anfangen? Bitte schön, Carter. Bébé partout. Des casse-cou. Bébé, ich dirte Lia, Lia. Hab lange nicht mehr lachen können. Und alle meine Freunde, sie erkennen mich nicht. ايش من حالة هادي دارني راسي وانت دي مهاني
هتشي عادي. Wir konnten nie funktionieren, denn unsere Egos führen Krieg und niemand kapituliert. Jeden Tag, jede Nacht am diskutieren. Doch ich hab lieber niemals Frieden als dich jetzt zu verlieren. Tu me monke, tu me monke. Baby, pardon. Butterweicher Song. Ich finde es richtig geil, dass du auch so Arabisch und Französisch mit einbaust und so. Und das macht das Ganze, das hebt das Ganze nochmal an. So. Das macht es international irgendwie available. Und das ist Next Level auf jeden Fall, sehr stark. Boah, der passende Song zu dieser, zu dem wunderschönen Wetter. Ich bin ein Fan von dir, Kauta. Das ist einfach die Musik, die ich so privat sehr, 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 sehr gerne höre. Und hast du super gemacht. Und danke. Eamon hat mir einen kleinen Glücksbringer gegeben. Wie ihr wisst, hat Eamon ja diesen Gorilla-Tick. Er weiß selber nicht warum, übrigens. Deswegen, danke. Gio Baba. Gio. Auf geht's, Cousin. Gio Montana, Sahbe. Oh. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Paranoia, sprüh mit Eau de Toilette. Tonspur komplett, will ein Aerosol Black. Zweimal täglich in mein Drogenversteck, doch Sondereinsatz stimmt den Wohnungskomplex. Kein langes Reden, Pico, lass mal deine Hektik. Roll auf Gosse mit ner 765. Lass ihn liegen, wird die Situation hässlich. 5 Liter Blut, keine Serie auf Netflix. OWL-Bande, Cannabis-Handel. Dollar, Euro, Dirham, alle Varianten. Viele Nachrichten, große Allianzen. Onkels auf Dammer im Lagerfeldmantel. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind. Viele Hoodies sind von Narben geprägt. Rumble in the Jungle, Diggy, let's fight. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. 347 Wagenheber, Peace Presse. Wegen Busy kaltes Eisen in der Jeans stecken. Echte Männer, keine Spielwetten, keine Scheine, Chaye, Walli kann man schnell zu viel setzen. SMS auf mein Nokia, weil dein Nachbar zieht Monika. Ich schul Batzen im Lorenzar. Mein Cousin sitzt in Zelle, macht paar Jahre ab. Ich schick Bälle damit mein Bruder, was in seinem Magen hat. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind. Viele Hoodies sind von Narben geprägt. Rumble in the Jungle, Diggy, let's fight. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind. Viele Hoodies sind von Narben geprägt. Rumble in the Jungle, Diggy, let's fight. Stark, Gio. Gio, bra. Applaus, Cousin. Bruder Gio, für mich hast du dich echt zu einem der besten Deutschrap, Straßen-Deutschrap-Artists entwickelt. Du hast eine richtig gute Technik bekommen. Du reimst alles sehr sauber.
Die Hook war für mich eine 10 von 10, die Pre-Hook allerdings nicht. Das hat mich so ein bisschen, dieses Autotune. Ich habe verstanden, du willst diesen Übergang so perfekt machen, aber die Hook war so mächtig, die könnte auch alleine stehen. Und ich weiß zwar nicht, wer den Beat gemacht hat, aber Props an denjenigen, der den Beat gemacht hat. Feier ich, Bruder. Beat fand ich auch geil, deine Stimme kommt auch immer böse, Bruder. Technik war auch nice, aber ich finde genau andersrum, wie du gesagt hast. Krass. Ich fand die Pre-Hook nice, weil das dann, er hat den Song ein bisschen 3D, dreidimensional gemacht, so weißt du, wie ich meine? Ein bisschen Abwechslung und so. Und dann fand ich die Hook schwächer im Endeffekt als die Pre-Hook. Aber wie du, es ist halt gespannt. Bei mir genau andersrum, Cousin. Dankeschön, Cousin. Dann würde ich sagen, Kauter, du kannst nach vorne kommen. Jetzt geht's um alles, ja? Jetzt geht's um alles, Cousin. Wir machen es diesmal auch ein bisschen anders. So, ihr geht nicht nur weg, wir bequatschen nicht. Ihr hört zu. Genau. Und wir geben euch dann gleich öffentlich auch unsere Stimmen. Genau. Was machen wir, Bruder? Ja, Bruder. Ja, für mich ist es verdammt schwer, Bruder. Ich habe immer gedacht, wenn ich in dieser Situation bin, ich könnte so kühl handeln und meine Gefühle abstellen. Checkst du? Ich kann es nicht, Digga. Vielleicht bin ich aber der falsche Mensch dafür. Das klappt nur, wenn du die Leute nicht kennen würdest. Wenn du die nicht kennen würdest, das ist das Problem. Und was man euch beiden lassen muss, ist, eure Songs waren beide spitze. Und ich bin stolz auf eure Leistung und auf das, was ihr hier gebracht habt bis jetzt. Aber wenn ich Gefühle abstelle und ganz objektiv das betrachte, dann hat mir Kauters Song ein Stück mehr gefallen. Also gibst du deine Stimme Kauter? Ich gebe meine Stimme an Kauter. Das ist eigentlich auch unfair, weil es war ja nicht Straßensong gegen Straßensong. Man konnte jetzt nicht raushören, okay, was war der bessere Straßensong oder was war der bessere International Song, so weiß ich meinen. So, wir vergleichen halt gerade wirklich Äpfel und Birnen. Aber wir kennen beide diese beiden Stilrichtungen ziemlich gut und wir wissen, was ein guter Song ist, was es auch beide Songs sind. Ich finde nur, die... die Version eines Straßenrap-Songs, die Gio für uns gemacht hat. Das war nicht die beste Version eines Straßenrap-Songs, die ich gehört habe. Und ich glaube, deswegen gebe ich Kauter meine Stimme. Alle, Bruder, ja. Gio, mein Bruder, Walla, komm her, Cousin, Digga. Für mich ist das ganz schwer, Cousin, ehrlich. Was ist das? Ja, Gio ist ein Freund von mir, Bruder, ja? Aber es ist, wie es ist, Cousin. Übernimm, Cousin. Bruder, du bringst mich auch zum Weinen, ja. Ja, was soll ich sagen? Wir haben die Ansprache leider schon zu oft gehalten. Das ist das erste Anfang, mein Bruder, weißt du? So. Ihr seid beides Gewinner auf jeden Fall. Danke, dass ihr da wart. Gio, danke, dass du da warst, Cousin. Kauter, du bist super. Walla, deine Leistung ist krass. Jeder kann sagen, was er will. Du bist ein Star. Du bist heftig. Alle deine Songs sind super. Ich frag mich, warum diese ganzen großen Stars, die müssen eigentlich beim Feature nach dir betteln. Du passt nur in dieses Universum, Stars. Wirklich, du bist krass. Keiner kann dir das Wasser reichen, Digga. Dankeschön.
Bruder, also als das Urteil von der Jury gekommen ist, es hat mich nicht mal getroffen, dass ich rausgeflogen bin, sondern die Reaktion von Sammy hat mich mehr getroffen als so die Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Bruder, gegen eine Counter rauszufliegen, ist in meinen Augen keine Schande so. Das ist eine sehr, sehr starke Künstlerin. Vielleicht hätte es gegen jemand anderen geklappt, aber so wie es gekommen ist, so sollte es kommen. Und ich bin auf jeden Fall dankbar für die Zeit und für die Erfahrung. Und natürlich habe ich an mich geglaubt, aber man konnte sich nicht ausmalen, so weit zu kommen. Bei so viel starker Konkurrenz und so. Aber man hat sich durchgesetzt. Und ja, im Endeffekt, ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf das Team. Ich bin dankbar für die Zeit. Und ja, eine Ära geht zu Ende. Die erste Ära geht zu Ende. Die zweite folgt aber ganz schnell, hoffe ich mal. Rap LaRue ist einfach anders, auch das Team. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, es ist einfach menschlich. Wenn ihr wüsstet, was hier behind the scenes abgeht, ich schwöre, wenn ihr wüsstet. Ihr seht ja nur das, was vor der Kamera passiert. Aber ich habe hier so viel gelernt und ich habe so sehr gelernt, wie dass ich vielleicht auch in vielen Hinsichten ein besserer Mensch werden muss. Weil hier sind Charaktere, da würde man vor der Kamera niemals sagen, okay, der ist ein krasser Mensch. Aber hier sind so krasse Menschen, ich schwöre. Allein, was mir ein Haaland, ein 17-Jähriger, schon in den letzten 5 Tagen, 6 Tagen beigebracht hat, ist unglaublich. Und ja. Was geht ab, Jungs? Wie geht's euch? Ja, ja. Boah, ich hab keinen Bock, Leute, ehrlich. Das wird mir am meisten jetzt schwerfallen, weil wir alle wissen so, ich bin Fan von eurer Musik. Ich wollte, will immer noch einen Song mit euch zwei machen. So, man hat sich auch ein bisschen angefreundet und so über die Zeit so. Es wird mir gerade gleich sehr, sehr schwerfallen, irgendwie meine Stimme zu geben. Ich wünschte, ich müsste das nicht. Aber leider wart ihr gestern in einem Duo, das auch verloren hat. Deswegen müsst ihr heute gegeneinander in einem Song-Battle antreten. Der Bessere gewinnt, der Schlechtere verliert. Ihr kennt das. Und dann werden wir gleich öffentlich unsere Meinung sagen und unsere Stimme abgeben. Ja. Aber heute wird definitiv eine Entscheidung getroffen. Ich hab gesehen, wie schwer es mir gerade gefallen ist. Aber das sind die Regeln. Und es können nur 6 Leute in die nächste Challenge ziehen. Wer will anfangen? Immer noch aus dem Dritten in mein Hochhausblock. Somali schwenkt Fahne, wenn sie aus dem Boot rauskommen. Drogenrausch, Koks gebraucht, bis das Octagon kommt. Bumfights, one-on-one wie in einem Octagon. Ich leg Feuer, leg Flammen auf Beton in den Slums. Fick eure Mütter, denn wenn ich komm, wer steht stramm? Von den Bergen ist die Aussicht am besten, wenn ich schieße. Deine Weste siehst, weiß doch, dich treffen Projektile. Burnout, Motherfucker, run, run, wenn ich ziel. Gunshots, Pumpgun, Anstand vor dem Team. Und wenn ich komme, jeder weiß, du machst keine Harakat. Sammy nimmt Kurdis mit straight nach Marrakesch. Alles wie das Brot, Brother. Junkies schießen sich das Mittel in die Pulsar da. Way, für bisschen Bäder muss ich losballern. Doch ich fühl mich hier wohl, aber immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, wieder mal kein Schlaf. Deine Kinder konsumieren das Weed. Sie packen Paket ab und das beinahe. Immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, gar kein Schlaf. Konsumieren das Weed. Sie packen Paket ab und das beinahe. Alles trist in meiner Welt, weil selbst der Morgen grau ist. Und ich bin der, der ich bin, für euch ein Dorn im Auge. Hautfarbe Karamell, ich nimm den Porsche auch mit. Es macht wum wum wum, bis du vor Sorgen aufstehst. Glaubst du, du kannst alles ficken, was für eine Frage, lo? Mein Rad kommt mit einer Knarre, sie kommt aus Ramischlo. Was ist los? Mucke knallt böse wie ein Leberhaken. Damals wollte mich keiner kennen, heute geht's um GEMA-Zahlen. Und die Bosenboxen knallen, bis du tot bist. Links, rechts, Kombi, guck, wie dein Blut rausspritzt. Kompensierst deinen Schaden abends, du brauchst Gift. Ab jetzt hebst du deine Hand hoch, da du aufgibst.
alles wie das Brot, Brother. Junkies schießen sich das Mittel in die Pulsada-Way. Für bisschen Badass muss ich losballern, doch ich fühl mich hier wohl, aber immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, wieder mal kein Schlaf. Deine Kinder konsumieren das Weed, sie packen Paket ab und das beinahe. Immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, gar kein Schlaf. Konsumieren das Weed, sie packen Paket ab und das beinahe. Bruder, du siehst aus, als würdest du gleich den Krieg ziehen, Bro. Und deine Musik ist auch so eine Ansage, Bro, heftig. Du bist wirklich ein sehr versibler Künstler. Egal, was du machst, es ist stabil. Du kannst spitten, du kannst krasse Flows raushauen, du kannst geile Melodien, geiles Gefühl rüberbringen. Oh. Einziger Kritikpunkt, den ich hätte, wäre vielleicht, also wenn man wirklich sucht und sucht und sucht, Bruder, die Hook war mir ein bisschen zu voll vielleicht. Aber ansonsten alles geil, Bro. Wirklich. Bruder, ich bin erstaunt, Cousin. Weil ich denk mir, ihr seid so krass, das ist heftig, Bruder. Ich muss echt krass sein, dass ich euch so mir selber Props geben, dass ich die Jungs da rausgesucht habe. War für mich ein 10 von 10 Song. Ich hätte gerne gegen wem anderen gebettelt. Weißt du, was ich meine? Ich wäre gerne mit Brell in der Top 5. Als ich dann wusste, ey, das ist Brell, dachte ich mir, ja, Bruder, schade, weil einer von uns muss rausfliegen. Aber das ist dann halt so, weißt du, wie ich meine? So, das ist Competition, das ist Turnier, Bruder. Und dann dachte ich mir, Bruder, der gewinnt auf jeden Fall. Aus nur wegen einer Caption. Rappers machen Movies nur für eine Session. Ich kann nachts nicht schlafen, in meinem Kopf ist Action. Egal welche City, kann mich nicht verstecken. Ich wurde zum Opfer von dem Coco. Ich wurde zum Opfer meiner Demons. Liege schlaflos auf dem Boden meiner Wohnung. Nur weil ich Angst hab, wieder zu verlieren. Shit, was ich hatte, wurde geteilt, aber ich wurde gefickt. Da meine Wunden nicht heilen, bin ich nicht mehr wirklich ich. Ich bin seit Jahren so addicted. Kicke noch den Spliff. Baby, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube nur an mich. Mein Herz schlägt nur für Bin love addicted, love addicted, verflucht. Ich weiß nicht, was ich brauch, außer Love und Hennessy, yeah. Und trotzdem geh ich jeden Abend crazy. Sie sagt, sie liebt meinen Sound, sagt, ich bin wavy. Oh no. Wegen einer Nacht bist du nicht gleich mein Baby. Trotzdem abgefuckt, denn wenn ich puffe, fehlt sie. Aber wenn ich zeige, dass ich bleibe, ja, dann geht sie. Das ist unfair, Bruder. Das ist sehr unfair. Was ist mit meinem Bein, Bruder? Ich bin einfach noch am Zittern, Bruder. Das ist crazy, Bruder, wie ich mich fühle. Wie soll ich mich fühlen, Bruder? Nur hat es hier in dem Wettbewerb mit mein bester Homie geworden. So. Und ich wünschte,
Irgendwo wünschte ich wirklich, ich wäre nicht die Person gewesen, die gegen ihn gebettelt hätte. Also der Song für mich auch eine 10 von 10. Ich finde, der Style, den Nuhat macht, würde jetzt in Deutschland vielleicht mehr oder schneller ankommen. Ich glaube, für den Style, den Brill fährt, braucht man einfach noch einen längeren Atem, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen und Ausdauer. Aber was auf jeden Fall safe ist, dass, wenn ihr beide durchzieht, ihr auf jeden Fall Stars werdet. So. Meine Stimme? Du musst entscheiden. Ich finde euch beide gleich krass. Auf euren Styles so. Weißt du, was ich meine? Ihr macht das wirklich, wirklich krass. Das Einzige, was mir überbleibt, so, um irgendeine Kategorie zu bewerten, ist halt dann halt mein eigener Geschmack. Und ich bin Spitter, aber ich mache auch Melodien. Ich liebe Melodien. Nur halt, Bruder, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich glaube, ich muss Bremen meine Stimme geben. Boah, Digga. Bei mir, Brel, ich fand deine Hook super. Das ist vielleicht das, was Nuhat gefehlt hat in der Hook. Aber Nuhat, ich fand deine Part super. Das ist vielleicht das, was Brel gefehlt hat in seinem Song. Und ich gebe meine Stimme Nuhat. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns nochmal zurückziehen? Nochmal reden. Okay, komm. Okay, Jungs, wir brauchen noch eine Minute, ja? Also Jungs, wir mussten uns Verstärkung holen vom Team, um irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Und im Team fiel es auch nicht leicht, wirklich eine Stimme zu finden. Ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Wie fange ich an? Meiner Meinung nach werdet ihr beide mit den Styles, die ihr macht, sehr erfolgreich werden. Einer vielleicht schneller, einer vielleicht langsamerer. Und das war halt auch ein Diskussionspunkt bei uns. Aber dann mussten wir uns dafür entscheiden, dass wir nicht unbedingt den schnellen Erfolg sprechen lassen, sondern vielleicht das Risiko, vielleicht die Kunst. Und deswegen geht die dritte Stimme an Brill. Der nächste Kurde geht raus. Ey, darf ich auf jeden Fall noch was sagen vor Kamera und so? Scheiße, Digga. Dankeschön, Sammy. Ich hab gezittert. Ey, danke für das Vertrauen, wirklich, danke. Ey, ich schwöre, Nuhat ist der krasseste Mensch, den ich je kennenlernen durfte. Ist einer der krassesten Rapper, die ich je mitbekommen durfte. Ich bin zwar weiter, aber ich hätte es meinem Bruder genauso gegönnt. Ich schwöre. Brell wird alles ficken. Ich will nur, dass er in die Top 5 kommt. Er soll einfach in die Top 5 kommen. Das ist mein Wunsch. Und was ich sagen will, ist auf jeden Fall, danke an Sammy, Abel, Randy. Ja, Mann. Danke, Jungs. Abel, Amino, ganze Team auf jeden Fall, Bruderherz. Man darf nicht vergessen, ihr kommt auch von komischen Umständen. Von weit, und ja. ihr habt das hier gemacht. Dankeschön, euer Bruder geht auf jeden Fall in den Whirlpool jetzt. Ich genieße mein Leben. Dankeschön für alles auf jeden Fall. Brell auch, super Typ. Den gönne ich das wirklich von Herzen. Und jetzt beginnt das Turnier erst richtig, ja, mein Bruder. Deine Worte sind manchmal sehr viele Worte. Danke, Jungs.
auf jeden Fall Bishi Kurdistan, das habe ich vergessen dazu sagen, an all meine Bitters, aber auch an alle anderen, an meine afrikanischen, an egal wer, mein Bruder. Ich schwöre. An die Nordaf, an alle, Bruder. Wir sind hier, Bruder, wir sind hier, Bruder, Rap La Rue. Ich konnte alle Songs, die ich präsentieren wollte, präsentieren, Bruder. Und du hast krass performt, mein Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Es war mir eine Ehre mit dir zu sein. Es war mir auch eine Ehre mit dir. Ey, Brell, ich schwöre, meine Mutter, den Weg fliege ich mit Herz raus, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder, ich schwöre. Wenn ich rausgeflogen wäre, auch dann mit Herz gegen dich, mein Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Deshalb nur Liebe. Ja, Mann. Brell, nur hat. Ihr werdet von uns hören zu 1000%, das steht schon fest. Safe, das ist gerade erst der Anfang. Ja, gerade erst. In der nächsten Folge. Ihr habt 10 Minuten. 10 Minuten seid ihr angezogen und steht draußen, okay? Skandal. Auf geht's, kommt. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der letzten Folge. Das Ende. Libero. Und jetzt bringt jeder Einzelne diese Performance mit seiner Mutter ein. Sonntag, 19 Uhr.